So. Ach, wie geil ist das denn bitte gerade? Wie geil ist das denn? Ach, geil. Okay. Ein waschechter Dungeon Crawler im Sinne. Ah, hallo Wombat. Au. Können wir... Oh Gott. Hilfe! Schön. Und auf den Wombat. So lang, bis er den Ring rausrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um mild zu sein. Au. Aber wir kapieren fast. Auf ins Spiegellabyrinth! Ach du Geil. Seid ihr bereit? Wie wäre es zur Abwechslung mit dem Kettenkarussell? Oh ja, bitte, bitte. Noch einmal stürmt! Noch einmal, liebe Freunde! Okay. Das nächste Mal lasst mich sprechen. Es ist mega geil gemacht. Auf jeden Fall. Okay, Wombat. Das ist echt lächerlich. Wie können wir denn besser angreifen? Ich hab den Mauspfeil dezent gebackt, okay? Wie können wir denn... Können wir auch abhauen? Ah! Okay, gut, das muss man natürlich wissen hier. Mit seinem Buch ist halt auch so nutzlos und die anderen allerdings auch. Jaha! Okay, wir haben den Wombat besiegt und erhalten den Ring. Alter, mega geil gemacht. Mega nice das gemacht. Kleinod in Händen haltend, gedachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp, anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Ist ja egal. Schrottkumpel, hey. Können wir nochmal rein? Kehre ich zurück und erledige die Sidequests. Versprochen. Ich will da nochmal rein. Ich will da nochmal rein. Das war geil. Okay, wir haben den Ring. Ich will trotzdem nochmal rein. Können wir den Einhornring hier an Gold an der Gold passt hervorragend zum Motiv. Leider kann ich ihn hier nirgendwo befestigen. Können wir den an die Kamera machen? Ein Zeichen der Verbundenheit. Das kommt auch mit aufs Bild. Okay, können wir die Kamera hier positionieren? Okay, können wir den Einhornring an die Kamera? Leblose Objekt. Ich bin ach, was? Nein. Okay, zum großen können wir den an die ich Hand? Warte damit lieber noch auf den. Wir haben beide so viel um die Ohren. Das Jahr ist auch bald rum. Okay, einfach mal schauen, ob er ihn selbst mit aufs Bild nimmt. Ach nein, ich wollte nicht die Kamera mitnehmen. Ich wollte natürlich den Selbstauslöser betätigen. Mit dem Einhornring bitte. Okay. Ein Zeichen der Flaskopf. Können wir ja, den Einhornring... Und? Das geht nicht, oder? Ja, passt. Leider kenne ich... Nirgendwo befestigen. Ach, vielleicht... Warum muss ich es noch lange nicht haben? Vielleicht hier so? Nein, sie ist perfekt so, wie sie ist. Okay. Nein, das ist... Und mein Gesicht... Okay. Alter, die Musik von mir sehr ist ein bisschen verstörend. Ich halte mich vorerst an das 4/3 Gebot. Man bekommt ja nicht häufig die Chance auf ein frisches Sündenkonto. Und ich habe mir schon immer gewünscht, diesen legendären ersten Stein werfen zu dürfen. Ja. Sehr. Mach mal bitte auf. Hallo? Was? Oh. Entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas... Wer? Okay, können wir den Gold vielleicht den Ring geben? Einfach mal so... Random. Was hast du da? Eine romantische Geste. Einen vollgesabberten Plastikring aus einem Pop-Art-Katalog? Fast. Er kommt aus einem Kaugummi-Automaten.
Warum zeigst du mir den? Wie würdest du reagieren, wenn ich dich unterrichtete, dass es sich hierbei um ein Symbol meiner Gefühle für dich handelt? Ich würde dich fragen, was die Bissspuren und das Blut symbolisieren. Dann ist es ja gut, dass ich das nicht gefragt habe, richtig? Richtig. Ja, ja, ich bin ein echter Frauenversteher. So in etwa will ich mal fast behaupten. Okay, wie kriegen wir jetzt den Ring aufs Bild? Können wir die Gaulertappe vielleicht nochmal rausnehmen? Nein. Fast besser als die echte. Die hier lächelt ja wenigstens. Ja, das ist relativ zu sehen. Einhornring. Ich würde den gerne irgendwie aufs Bild kriegen. Ein Zeichen. Das kommt auch mit aufs Bild. Aber wie? Das ist jetzt nur noch die Frage. Wie? großes Loch. Können wir da vielleicht hier so durchschauen? Passt. Können wir den Einhornring vielleicht damit Nein, benutzen? Nein, das ist mein. Und mein Wie kriegen wir den Ring jetzt an Golds Hand? Oder aufs Bild allgemein? Sieht ja so schon mal nicht schlecht aus. Aber der Ring fehlt halt noch. Aber wie kriegen wir... Darum muss ich es noch lange nicht... Okay. Warum muss der Trend? Zylinder kommen einfach nie aus der Mode. Noch seltener allerdings Mode aus Zylindern, sondern hauptsächlich Kaninchen. Oh ja, ganz genau. Zylinder noch selten, sondern ich halte Bäume bekommt ja und ich habe. Warum muss? Wie kriegen wir jetzt den Ring auf das Bild? Ich will da nochmal rein. Ich will die Sidequest jetzt erledigen, Mann. McChronicle. Hey, kann ich dir irgendwie helfen? Stillhalten? Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sabbelklappe. Ich protestiere! Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Oh. Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht... dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Hoppala. Hoppala. McChronicle? Hilfe? Wo bist du? Da ist er ja. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht? Nachdem du mich eben beinahe getötet hättest. Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Ach ja, ich erinnere mich an so einen Nadelhaufen, wo wir... ein Stück Stroh und so gesucht hatten und also unfreiwillig gesucht hatten. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Okay, kann man dann mit ihm reden? Also, was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Geht los. Geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? Aber das hat ja immer noch nicht mit dem Ring funktioniert, denn selbst aber... Ach, Moment. Ja, ich verstehe. Ich warte damit lieber noch auf... Wir haben beide... Können wir den bitte... Das ist ja so herzallerliebst. Oh, Rufus, wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur!
Okay, und? Gut. Es ist soweit. Ja, geht los. Machen wir noch eins. Kamera bereit. So, und damit Fotofreund. Hey, hey, hallo Goal. Gute Neuigkeiten. Ich habe Pimpi überreden können. Was ist denn hier los? Goal. Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich hab nur den Auslöser gedrückt. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Weiber, was? Mac, mach den Kopf zu. Egal, wir haben das Boot. Liebes, wie ich sehe. Ähnlich tief, ähnlich weit, ähnlich bin. Wo von Heim und Aalen und Kraken, die tief unten am Kaum erkundeten Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown. Umschifft all das Grau. Vertrau mir, Schnucki. Okay. Boat of Love, Boat of Love. Na kommt schon, nicht trödeln. Checkst du's noch? Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Na, Goal. Das glaube ich aber eher nicht so. Zumindest nicht ganz so krass. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit... Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles, um... Junior? Du hast Nerven. Sofort in mein Büro. Zack, zack. Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus! Das ist der Dekan! Wie, der Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior, wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich ja aber nicht. Darf ich vorstellen, mein Dad. Ja genau, und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, Dalli, ab in den Vorlesungssaal! Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Huch. Hallo, klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert eine 4D-Brille? 4D, sicher. Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort, so viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. McChronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Es könnte in der Klausur vorkommen. Ja.
Alles klar. Okay, für Aushilfsdekan Rufus am Werk. Wir sind jetzt in Porta Rustica. Hey, Vorlesungsuhr. Kann mir einer sagen, warum die Zeit nicht voranschreitet? Weil deine Vorlesung sterbenslangweilig ist. Darum. Wie lange dauert das Seminar überhaupt? Ganztagsseminare laufen bis 8. Was? Aber das ist viel zu lang. Das ist es schon jetzt. Na cool. Ich hoffe, die können wir noch überzeugen, so wie wir es in den ersten 3 Teilen geschafft haben, dass wir doch kein so schlechter Kerl sind. Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie entwickelt immer diese niedliche Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, wenn sie trotzig ist. Käfig mit einem Schnabeltier, ein Schnabeltierkorb, ein Versuchsaufbau, ein Tafeleimer, da können wir die Tafel bestimmt leer wischen. Ein Laufrad, ein Schnabeltier und ein Laufrad, das passt ja. Studenten, 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 die Vorlesungsuhr, dessen Zeit nicht vergeht. Hier geht's raus, hier geht's noch nach oben. Und sonst haben wir hier alles, bis auf den Regenschirm. Okay.